sehr, dass ich hier tatsächlich eine Woche in Karlsruhe jetzt verbringen durfte und hier am Codix so ein bisschen wirken konnte. Ich möchte jetzt gleich noch ein Bild zeigen, nachdem John Ippolito diesen Kandinsky-Schal gezeigt hat. Das ist Ulja, Jalina und ich, und wir haben tatsächlich einen Google Ads-Schal und einen Pac-Man-Schal gemacht. Ich denke, man kann es auch gut machen. Den Kandinsky-Schal finde ich so ein tolles Beispiel. Okay, ich wollte jetzt anfangen mit so einem Statement, das Archive beschreibt, das eigentlich so das Archivverständnis aus dem 19. Jahrhundert darstellt. Das aber oft ist es auch interessant zu reflektieren, was verstehen wir eigentlich unter Archivierung oder was ist eigentlich die Aufgabe. Und zwar geht es da um Verwahrung, um nicht mehr genutzter oder sich nicht mehr in Zirkulation befindlicher Dokumente. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich arbeite seit April diesen Jahres für Rhizome. Das ist eine, ich habe das extra übersetzt. Manchmal fallen mir auch die deutschen Begriffe jetzt nicht mehr so ein, weil ich, in der englischen Sprache die Begriffe teilweise sehr schon etabliert sind für was digitale Erhaltung angeht. Also das ist eine gemeinnützige Organisation zur Förderung kritischer digitaler Kultur. Wir sind angeschlossen an das New Museum in New York. Und wir sitzen jetzt hier im Nachbargebäude eigentlich. 1996 gegründet von Mark Tribe. 1999 ging die sogenannte Artbase online. Das war ein sehr frühes Archiv von Internetkunst oder New Media Art, hieß es damals. Die Artbase zeige ich auch mal eben schnell. Die Artbase ist also eine Sammlung von über 2000 Kunstwerken, die komplett born digital, sagt man bei uns, ne? Also das heißt, es enthält keine Digitalisate. Und auch das einzige Aufnahmekriterium in die Artbase war ursprünglich, also jeder konnte da als Künstler auftreten. Und es war nicht notwendig, dass man irgendwie eine Vergangenheit als Künstler oder dergleichen hatte. Und konnte also Kunstwerke hochladen. Das einzige Kriterium für die Aufnahme war, ist es neue Medienkunst? Und nicht ist es die Dokumentation neuer Medienkunst, sondern ist es selbst neue Medienkunst? Das heißt, das ist eine sogenannte User-Created Collection. Interessanterweise, und das ist auch, woran sich sehr viele Herausforderungen, aktuelle Herausforderungen der digitalen Erhaltung festmachen lassen, wird diese Möglichkeit von Künstlern oder wem auch immer schon seit circa 2007 nicht mehr genutzt. Also das heißt, das Angebot bestand sehr lange, aber die Nutzung hat nachgelassen. Und es fällt auch, ja, ich möchte mal so ein bisschen erklären, wie das stattgefunden hat und was es auch meine Aufgabe bei Rhizome ist. Das ist nämlich die Strategien, die ich als Künstler erarbeitet habe, um digitale Kultur zu erhalten, wie man das vielleicht in den institutionellen Prozess überführen kann. Und zwar möchte ich jetzt erstmal anfangen mit dieser Idee von Variabilität. ja, lustig, gell? Ja, mit Umlaut, siehst du, John. Yeah. So, ich zeige jetzt mal ein Werk von Jan-Robert Lethge aus der Artbase. Das kann man sich auch anschauen. Das ist Teil der Artbase. Also, das ist ja auch hier. Dieses Icon bedeutet, das ist hier so bei uns auf unserer Maschine, das kommt von unserem Server. Und wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, dann ist das halt hier ein browserbasiertes Netzkunstwerk, was eben mit diesen Scrollbars arbeitet, die jetzt mein Betriebssystem noch anzeigt, die vielleicht das Betriebssystem, das Sie benutzen, gar nicht mehr anzeigt. Variabel ist es zum Beispiel, dass ich es in komplett verschiedenen Bildschirmauflösung anschauen kann. Ich kann mir das auf Full HD anschauen, auf 4 HD. Ich kann es mir auf einer Armbanduhr anschauen, die dann aber die Scrollbalken wahrscheinlich nicht anzeigt, um die es hier aber genau geht. Die Scrollbalken selbst, wenn ich mir das anschaue, die sind hier zum Beispiel das Bildschirmfoto, was hier gemacht wurde. Da sieht man, dass die Scrollbalken hier auf dem... Ach ja, ja, ich kann es... Die sind hier auf einem historischen Macintosh-Betriebssystem gemacht, wo die halt noch aussahen wie so Colgate-Zahnpasta. Und ja, das heißt, das Werk verändert komplett bei jedem Aufruf potenziell, wie es aussieht. Allerdings folgt es noch einer Objektlogik. Das heißt,
der Künstler hat das Werk in die Artbase übertragen können, indem er einfach uns die Dateien, aus denen das Kunstwerk besteht, übergeben hat. Ich kann nochmal sagen, wie das aussieht. Da gibt uns halt der Künstler ungefähr das da, den Code. Den schieben wir auf unseren Server und dann wird es von unserem Server aus gezeigt. Ein weiteres, was habe ich denn hier? Schon ganz vergessen. Oh ja, das kommt später, Entschuldigung. Jetzt ein weiteres Werk, das ich zeigen möchte, ist hier die Chill Spaces, Chill Space von Daniel Leva. Hier ist auch wieder interessant, dass es hier mit diesen vom Betriebssystem bereitgestellten Elementen arbeitet. Das heißt mit diesen Radioknöpfen und Checkboxen und Buttons und Eingabefeldern, die natürlich jedes Mal, wenn das Betriebssystem geupdatet wird, irgendwie anders aussehen müssen, damit die Leute verstehen, oh, wir haben ein neues Betriebssystem, weil sonst merkt man es ja gar nicht. Also ich kann, und was ich jetzt hier machen kann, ist eben aus meinem Namen und vielleicht meiner Website mir einen sogenannten Chill Space erzeugen zu lassen. Da muss ich dann hier unten den Go-Knopf drücken, der hier auch so schön von blinkenden Quadraten umgeben ist. Und auch, was ich hier für Kästchen anklicke oder wegmache, das hat alles irgendwie eine Auswirkung auf das, was jetzt passieren wird. Jedenfalls bekomme ich jetzt einen Chill Space und da kann ich jetzt chillen. Und jedes Mal, je nachdem, was ich da eingebe oder von welcher Website ich das aus generieren lasse, entsteht halt was anderes. Aber die Sache ist ganz klar, dass das Werk hier einen Aufführungscharakter hat. Also das heißt, und jetzt, wenn wir jetzt hier die URL anschauen, das liegt gar nicht auf dem Server von Rhizome, obwohl es Teil der Artbase ist, weil das bedeuten würde, dass wir die gesamte Technologie, die da eben dahinter steckt, auf unseren Server kopieren und mit all der anderen Technologie, die da läuft, irgendwie in Einklang bringen müssten. Und wenn dann noch ein Künstler kommt und sagt, jetzt habe ich noch besseren Chill Space, dann tun wir den da auch drauf, dann funktioniert vielleicht der erste Chill Space nicht mehr und so weiter und so weiter. Also das ist halt eine gewisse Komplexität. Ist auf jeden Fall so ein Aufführungscharakter schon dabei. Er folgt aber noch in gewisser Weise der Objektlogik, dass der Künstler uns eben die Programme, die ablaufen und die Datenbanken, die hier dahinter stehen, auch überreichen könnte. Das wäre zumindest mal theoretisch möglich. Ich habe gesagt, bitte URL beachten und dann hier so dieses enttäuschte Gesicht. Ja, das heißt, wird schwierig. Und jetzt geht es noch weiter. Umgebung und Komplexität. Das ist ein Werk von Clement Waller. Und das ist wie so eine Art von Google Map. Aber was hier gezeigt wird, das sind eben die 3D-Texturen von Nokia Maps. Also Nokia Maps sieht eigentlich so aus, ich guck mal, ob das jetzt gerade klappt. Nokia, man weiß ja nicht, die können jeden Moment pleite gehen. Kann sein, das geht gar nicht mehr. Und jetzt Nokia Maps, also jetzt hier halt für New York oder Chicago oder andere Städte, wo so richtig Wolkenkratzer rumstehen. Da haben die eben 3D-Daten und jetzt kann man hier so schicki durch die Stadt durchfliegen. Und denkt dann, man wäre schon fast da. Und Clement Waller hat halt diese Texturen, die auf den 3D-Objekten liegen, benutzt. Also diese eigentlich Fotos, die von irgendwelchen Flugobjekten da aufgenommen wurden, aber hat die 3D-Daten nicht übernommen. Und jetzt sehe ich hier eigentlich schon, wie wahrscheinlich New York aussehen würde, nachdem unsere Kultur untergegangen ist. Also weil diese Grafiken nicht auf die 3D-Objekte draufgemappt werden, sondern die sind einfach flach. Das heißt, woraus ist dieses... Erstens mal hat dieses Werk natürlich wieder einen Aufführungscharakter, weil ich jetzt hier so rumgehen kann und ich kann mir die ganzen Sachen anschauen. Es ist wieder variabel, weil ich abhängig bin von einer bestimmten Browser-Software, die ich hier benutze. Es ist natürlich auch abhängig, ganz toll, von Nokia Maps. Und weil die Daten hier natürlich direkt von Nokia Maps einfach abgezogen werden. Also während ich hier gucke, fliegen mir die Daten von Nokia Maps rein. Das hat halt der Künstler so arrangiert, dass das passiert. Und sobald Nokia Maps weg ist, ist dieses Kunstwerk auch weg. Das heißt also, die Komplexität der Werke steigt in einer Form, das ist jetzt noch relativ einfach, weil ich habe halt eine Abhängigkeit zu Nokia Maps. Das ist eine technische Abhängigkeit. Wir sprechen aber auch von kulturellen Abhängigkeiten. Das heißt also, ich möchte jetzt mal eben zeigen, das müsste ich in meinem anderen Browser aufmachen, weil ich hier nicht eingeloggt bin, Moment.
Das ist jetzt noch vielleicht, um auch zu zeigen, wie schwierig diese Komplexität sein kann. Hallo? Das ist, wenn ich ein Kunstwerk der Art Base übergebe, dann habe ich hier so eine ganze Seite mit technischen Informationen, die ich eingeben soll, damit mein Werk irgendwann mal wieder aufführbar ist. Und jetzt sehe ich hier schon, jetzt komme ich hier als Künstler her, ich bin ja keine Softwarefirma, dann gucke ich ja so Kategorien, was nehme ich denn jetzt? Ja, Internetprotokoll, ja, läuft im Internet, TCP/IP wahrscheinlich, Versionen von TCP/IP, also gut, sage ich mal, TCP/IP brauche ich wahrscheinlich, aber ich brauche auf jeden Fall einen Browser. Dann sage ich hier, wow, so viele Browser gibt es auf der Welt, Netscape Navigator kenne ich vielleicht gar nicht mehr, Opera, ganz wenige kennen Opera, jetzt denke ich, oh Gott, muss ich das mit all den Versionen testen? Also mit welcher Opera-Version läuft das oder sowas? Das ist eigentlich für Künstler oder auch für die meisten Autoren, die irgendwelche digitalen Artefakte herstellen, die können das überhaupt nicht ausfüllen, weil die haben ja nicht irgendwie ein halbes Jahr Zeit, um das überhaupt alles auszuprobieren. Meine Erfahrung ist auch, dass die meisten technischen Angaben, die von Künstlern kommen, eh falsch sind. Also wenn ich habe zum Beispiel im Rahmen dieses BWFLA-Projekts, das noch läuft und bei dem ich immer noch mitarbeite, über 300 CD-ROMs aus dem Transmediale-Archiv, also diesem Kunstfestival, analysiert und die meisten Anleitungen, die da dabei sind von den Künstlern, die sind, kann man komplett vergessen, weil die sagen, da steht zum Beispiel, muss projiziert werden. Da sage ich, ja, wir wollen es aber im Internet zeigen, jetzt wird es halt nicht projiziert. Oder die sagen halt, ja, da braucht man den Power Macintosh, was weiß ich was, aber das war nur zufällig der Computer, den der Künstler halt benutzt hat, um das Werk zu erstellen. Da konnte er halt mit Sicherheit sagen, es läuft, den Computer können wir aber gar nicht herbeischaffen. Also ist nicht wirklich, oft bringt es gar nichts. Also das ist also diese riesige Komplexität, die sich da auftut. Dann, wie wird digitale Kultur produziert? Und da möchte ich jetzt eben auf dieses GeoCities-Beispiel eingehen, doch ein bisschen länger als ich dachte, weil ich ja gesehen habe, dass die Hände hochgingen bei GeoCities. Das ist ein Projekt, das ich zusammen mit Ulja Ljalina mache, die eine Internetkunstpionierin ist. Wir haben uns eben dem komplett halblegal erstellten GeoCities-Archiv angenommen, das vom Archive-Team kurz bevor GeoCities gelöscht wurde, in einer Crowd-Aktion abkopiert wurde. Und nach über 2 Jahren der Restauration, die wir ganz alleine durchgeführt haben, haben wir eben das neu veröffentlicht als Tumblr, also einfach als Bilderstrom auf einer Social Media Plattform. Man darf dann nur alle 20 Minuten was posten, deswegen posten halt nur alle 20 Minuten was. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Dateien, es waren im GeoCities dabei 28 Millionen, irgendwie sowas, haben wir uns alleine angeeignet und posten jetzt hier eben in der Reihenfolge, wie diese Homepages erstellt wurden, posten wir da einfach Screenshots, wie das früher aussah. Und früher hatte man halt diesen Internet Explorer, früher hatte man, hier hat es jetzt nicht so gut geklappt. Es war eine ganz andere Art, ein vorindustrielles Internet, sagen wir dazu, das eine vollkommen andere Kultur beinhaltet hat, vollkommen anders ausgesehen hat. Wir teilen das jetzt hier über dieses Tumblr-Blog einer Gruppe von ganz jungen Leuten mit, die sich halt für visuelle Kultur interessieren, aber die sowas eigentlich auch noch nie gesehen haben. Und die eignen sich das jetzt an. Das Blog hat jetzt bald 50.000 Abonnenten, die sich also wirklich alle 20 Minuten dann die GeoCities-Screenshots reinziehen. Das Archiv ist auch toll. Und hier sieht man auch, das ist zum Beispiel ganz interessant, wir haben eigentlich überhaupt keine Metadaten zu diesem Material, bis auf das Datum. Das Datum könnte auch falsch sein, aber naja, kann man nichts machen. Und da posten wir halt einfach automatisiert. Diese Screenshots werden auch automatisiert erstellt. So ein Roboter surft da mit dem Netscape 4 durch diesen Datensatz durch. Auch mit unter Beibehaltung der Original-URLs. Wenn man ein bisschen zurückgeht, sieht man auch, dass wir den Netscape-Browser verwendet haben, aber irgendwann wird es halt im Internet Explorer dargestellt, wenn der eben so die Marktmacht da übernommen hat. Das kann man ja nachvollziehen an Statistiken aus der Zeit. Aber hier ist halt, man kann halt sehen, so sah es aus. Das war die tatsächliche Adresse. Alles ist, ja, so bringen wir das halt wieder zurück. Also so erhalten wir das im Leben.
Aber das ist natürlich auch eine Sache, die Kultur wird produziert nicht nur von Künstlern oder nicht nur von Autoren, sondern diese Rollen verwischen ganz stark, wie man es bei der ursprünglichen Artbase eigentlich schon hatte, wo jeder daherkommen konnte und sagte, ich bin jetzt Künstler, ich lade hier mal was bei Rhizome hoch. So ist es auch tatsächlich heute, dass auch Künstler sich immer mehr in ihren Praxen annähern, dem normalen User, und dass normale User oft ganz künstlerische Formen des Ausdrucks finden und dies massenhaft produzieren. Das heißt, eigentlich ist jede Institution, die sich tatsächlich ernsthaft mit digitaler Kultur befasst, per Definition überfordert, weil so viel Material entsteht und man eigentlich durch eine klassische Auswahl wie, was sind denn jetzt so die wichtigen Akteure unserer Zeit, da geht mir immer der Hut hoch, wenn ich so höre, wenn Tim Berners-Lee auftritt und sagt so, ich habe vor 30 Jahren das World Wide Web erfunden. Und natürlich hat er es erfunden und ich finde Tim Berners-Lee ein ganz toller Kerl und er hat alles Recht der Welt, das zu behaupten. Andererseits hat er das Web eben auch nicht erfunden, sondern das haben die Millionen von Benutzern erfunden, diese Kultur, die da stattfindet. Der hat ein paar natürlich super schlaue Entscheidungen getroffen und alles frei verfügbar gemacht, alle Protokolle offengelegt und das hat natürlich zum Erfolg dieses Systems beigetragen. Aber tatsächlich erfunden haben es die Benutzer. Und auch, keine Ahnung, man kann natürlich noch den 20. Film über Zuckerberg oder Steve Jobs drehen, aber das sind nicht die wahren Akteure der digitalen Kultur. Aber das ist halt ein sehr konservatives eigentlich Verständnis von Geschichtsschreibung, dass man halt sagt, ja, der Napoleon hat halt so und so viele Leute umgebracht per Dekret und deswegen ist er halt irgendwie wichtig und deswegen, ich stelle gerne diese Verbindung her, weil so Zeug machen die eigentlich auch. Die sind nicht so wichtig. Jetzt, was ist die Rolle einer Institution? Da möchte ich nochmal drauf eingehen, was ich eine der ersten Aktionen, die ich getan habe, als ich bei Rhizome angefangen habe, ist, alle Hardware rauszuschmeißen. Hier, sind so einer der Tweets, die ich da abgesetzt habe. Braucht jemand diesen alten Mac? Hier ist noch ein Betriebssystem, DVD dabei, könnt ihr installieren. Holt es euch ab, wenn ihr in der Gegend seid. Wir sind alles relativ schnell losgeworden. Aber eine Organisation von der Größe wie Rhizome, die kann sich's nicht leisten, ein Hardware-Museum am Leben zu erhalten, wie John es schon gesagt hat. Das schluckt unglaubliche Ressourcen. Man kann sich dann wirklich nur, man fokussiert sich auch so im Geiste auf die Dinge, die auf Medien vorliegen, wo vielleicht noch ein Künstler mit Edding draufgeschrieben hat, hier mein Kunstwerk auf der CD, Jahr 2000, und dann macht man noch ein Foto von den CD-ROMs und denkt, wow, Aura und Objekt und bringt nichts, lenkt ab. So Institutionen, die ein Budget und eine Unterstützung haben, wie zum Beispiel das ZKM oder die auch so eine museale Erfahrung bieten wollen, die brauchen natürlich Hardware, aber denke ich, das ist für Rhizome überhaupt nicht durchführbar. Und deswegen habe ich gesagt, wir konzentrieren uns vollkommen auf Emulation. Weil ich ja eben auch, genau, ich möchte nicht nur den einen Künstler restaurieren, sondern ich möchte so viele wie möglich am Leben erhalten. Das erste Projekt, was ich da durchgeführt habe, war Bomb Iraq von Corey Archangel. Und das ist schon wieder ein sehr, damit konnten wir einige Probleme lösen. Wir setzen da dieses BWFLA ein, Rhizome ist jetzt ein Forschungspartner mit der Universität in Freiburg. Und Bomb Iraq ist ein Digital Ready-Made, so ein Objet Trouvé. Corey Archangel hat einen Computer bei der Heilsarmee im Secondhand-Laden gekauft, der irgendwie toll aussah, von 1992, das ist das Modell. Und der hat vorher einem Teenager gehört, dieser Computer, der dieses Spiel darauf gemacht hat, wo man halt Irak bombardieren kann, das geht hier so, da drücke ich hier den Weiterknopf und dann kann ich halt diese Bombe hier in den Irak bringen und das explodieren lassen. Eigentlich kann ich gar nichts machen, ich gucke mir nur ein Bild nach dem anderen an, aber das ist unglaublich brutal, ja, aber es hat auch dieses
ganz nebensächliche, weil das hier halt mit so einer läppischen Sprühdose halt dahin gesprüht wurde und alles so handgezeichnet mit der Maus, das ist wahrscheinlich in 10 Minuten gemacht gewesen. Einfach so das Erste, was ich ausprobiere, wenn ich diese Software bekomme, in der ich solche Systeme auch. Und hier sieht man auch so das letzte Bild, das irgendwie noch. Das Interessante ist jetzt aber, da das eine komplette Emulation des gesamten Systems ist, ist der gesamte Kontext erhalten. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel hier mit den Tools, kann ich dieses Ding hier noch weiter verändern. Ich kann jetzt zum Beispiel lalala, noch mehr so Dinger reinmachen oder hier dieser Bombe noch eine amerikanische Fahne draufmalen oder so. Ich kann das jetzt allerdings nicht speichern. Es geht nur darum, ein Ziel, das sich Reisum ganz stark gesetzt hat, ist, die Kunst muss erfahrbar sein. Die muss, wir wollen keine Screenshots anschauen, wir wollen keine Beschreibung lesen. Die Kunst wirkt, wenn sie erfahrbar ist. Und ich kann jetzt also auch hier bei diesem Macintosh hier zum Beispiel mal gucken, was war denn da sonst noch so drauf oder welche Notizen hat denn diese Person noch gemacht. Und diese Notiz ist zum Beispiel ganz toll. Also das ewige Leben, definiere das ewige Leben. Und es kommt halt so, ja, also ist alles ganz toll, man kann alles Mögliche machen, wofür man eigentlich sonst keine Zeit hat, aber Probleme, friends and family die. Also die... Das ist zum Beispiel etwas, was in dem ursprünglichen Kunstwerk gar nicht enthalten war. Das ursprüngliche Kunstwerk war Bomb Iraq. Also diese brutalistische, kind of, also dieses Videospiel. Aber ich kann jetzt eben diese gesamte System Ambience, also diese gesamte Atmosphäre des Systems, auf der, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch kein Internet. Wir haben auch da Daten entfernt, die zum Beispiel auf den Namen der Person rückschließen lassen, dem das System gehört. Aber ich kann jetzt auch zum Beispiel gucken, da ist auch SimCity drauf, das kann ich jetzt auch spielen, wenn ich will. Gucken wir doch gerade mal, ob ich das schnell hinbekomme. Happy Weed, das ist so ein Kifferspiel. Hier ist SimCity. Und da kann ich jetzt einfach mal SimCity starten, es läuft dann. Das ist ja einfach drauf. Jetzt, wie können wir uns sowas erlauben? Da kommt auch die Musik, glaube ich. Ja. Also, das ist... Die Zugänglichkeit ist, ich kann jetzt auch zum Beispiel die gespeicherten Spielstände dieses Users anschauen und dann vielleicht zurückschließen, ist der eigentlich so ein, wirklich so ein Bombardeur oder, ist der, oder war das vielleicht nur so ein Witz? Oder, also es ist auf jeden Fall sehr viel drin. Das sind die kulturellen Abhängigkeiten. Und jetzt, wie haben wir das gemacht? Ne? Wir sind da einfach hergegangen und haben das einfach online gestellt. Jetzt... Und ich denke, das ist wichtig, solche Projekte durchzuführen, natürlich mit einer, um eben auch zu zeigen, was ist denn der mögliche gesellschaftliche Wert, den so eine Vorgehensweise überhaupt erzeugen kann. Wenn ich bei irgendwelchen Leuten erstmal anfrage, ob ich das darf oder ob ich, oder denen so Diagramme zeige, wie das denn alles funktionieren könnte, und so kann sich niemand was drunter vorstellen. Wenn ich sowas zeige, dann sagen die eigentlich immer, ach so, da kann dann jeder im Browser gucken. Ist ja ein Ding. Ich habe leider auch nicht alles aufbewahrt, was dann da passiert ist, aber als wir das veröffentlicht haben, sind wirklich auch, und wir das auf Twitter auch angepriesen haben, da sind dann auch viele User hingegangen und haben so gesagt, oh, da ist ja so eine Desktop-Publishing-Software drauf und ich kann jetzt benutzen und ich kann zwar nicht speichern, also diese Möglichkeit bieten wir dann nicht an, aber die haben dann da angefangen, solche Grußkarten zu layouten und die Screenshots auf Twitter zu posten. Das heißt, das Engagement der Benutzer mit dem Material war gigantisch. Wir haben auch gesehen, dass die durchschnittliche Sessiondauer im Emulator 15 Minuten war. Was also in der, also echte Web-User haben ja die Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege und wenn sie sich 15 Minuten mit irgendwas befassen, das bedeutet schon, dass es halt die Tiefe bietet, die man sonst im Web nicht findet. Zweite Sache ist, um noch auf dieses Nokia Maps Beispiel aufzubauen. Muss ich gerade mal schauen. Ah, prima. Die Künstler arbeiten heute vor allem in sozialen Medien, weil sie dadurch die meisten, das größte Publikum erreichen können. Jetzt ist aber auch die Frage, wie kriege ich denn meine Sachen aus den sozialen Medien konserviert? Die sind ja niemand besitzt die außer zum Beispiel Facebook. Jetzt hat hier diese Künstlerin Amalia Ullmann eine Performance auf Instagram durchgeführt. Und
dann ist natürlich die Frage, wie Instagram ist diese Foto-Sharing-Plattform. Und da ging es schon los, dass es zum Beispiel hieß, ja, es gibt so Sammler, die wollen dann vielleicht ein Foto kaufen, die wollen so einen Fotoabzug haben oder so. Aber das ist ja nicht das Kunstwerk, sondern wenn ich mir das jetzt anschaue, sie hat während im Verlauf dieser Performance mehrere Charaktere vertreten oder hat wie so eine Entwicklung durchgemacht als Performance. Also es ist eigentlich wie Theater, das ging über mehrere Monate. Und wir haben jetzt ein Tool entwickelt, mit dem man auch soziale Medien konservieren kann. Das heißt, was ich jetzt hier zeige, das sieht aus wie Instagram, aber kein einziges Byte kommt von Instagram. Wenn ich jetzt hier runterscrolle, sieht man auch, das verhält sich genau wie Instagram. Es lädt die Bilder in dem Moment nach, in dem ich sie vielleicht gerade sehen würde. Ich klicke nochmal, dann lädt es weitere Bilder. Ich kann mir jetzt hier auch ich schaue jetzt mal, ob ich hier das beste, vielleicht das wichtigste Bild hier finde, wo sie das Kissen in der Hand hält. Hier. Sie hat nämlich, was jetzt diese Künstlerin getan hat, sie hat posiert als die ultimative Social-Media-Nutzerin. Das heißt, sie ist super hot, sie ist super trendy, sie zeigt sich, sie präsentiert ihren Körper. Und schreibt dazu halt irgendwie so ziemlichen Quatsch. Also halt so, oh ja, mein Guru hat mir wieder gesagt, oder meine Ernährungsberaterin, mit der ich immer unterwegs bin, wenn ich meine Trips nach Istanbul mache, zur Brustvergrößerung. Die ist auch dabei und meine beste Freundin und so weiter. Und hier schreibt ein Kommentator, eigentlich habe ich dich als Künstler ernst genommen, aber jetzt sehe ich, du hast ja die Mentalität einer 15-Jährigen. Und ich meine, das zeigt vielleicht, dass man sie als Künstlerin besonders ernst nehmen muss, weil das so gut funktioniert hat. Aber die Sache ist natürlich, die Fotos, die der Künstler produziert, die sind nicht das Kunstwerk, sondern das ist die gesamte Umgebung, das gesamte Environment. Die Kommentare, die darauf ablaufen, eben das Performative, der Aufführungscharakter. Wir haben jetzt auch angefangen, und das ist wieder ähnlich taktisch wie mit dem Emulator, wir haben nicht angefangen, den Facebook-Teil ihrer Performance aufzuzeichnen, weil man dazu ihr Freund sein musste bei Facebook, um das alles lesen zu können, wie sie halt ihr Brustvergrößerungstagebuch geschrieben hat. Das heißt, die User haben da agiert unter einer angenommenen, also Privatheit. Und das ist für uns ein sehr wichtiges Problem, dass wir da ethisch vorgehen bei der Konservierung und dann zum Beispiel auch jetzt diese Nutzer, die hier unter Instagram, ist es so Sitte, dass man unter Pseudonym agiert. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, also unser Programm erlaubt es uns, ich kann das vielleicht mal kurz vorführen, das möchte ich gerne zeigen. Diese muss ich es gerade nochmal starten. Diese High-Fidelity Web Captures durchzuführen, wie wir sie nennen. Und jetzt paste ich da zum Beispiel mal unsere Facebook, die Facebook-Seite von Rhizome rein. Hier, ich sammle die auf. Und jetzt sehe ich hier, während ich das angucke, wird genau, was ich tue, alle diese Links, die ich klicke, hier zum Beispiel, wann wurde Rhizome gegründet, gehe ich jetzt hier runter, ist so lustig, das auf Deutsch zu sehen, gegründet 1996, dann kann ich mir jetzt schauen, was sind denn die Höhepunkte von 1996, da gab es noch gar kein Facebook, also gehe ich lieber mal zu 2014 zurück, jetzt sehe ich hier die Höhepunkte, ich sehe dann hier, ich möchte nicht nur die Höhepunkte, ich möchte alle Meldungen sehen, ich kann mir auch das Jahr 2013 anschauen. Facebook ist kein Dokument, Facebook ist keine Webseite, was die ausliefern, das ist super komplexe Software, die auf meinem Browser ausgeführt wird. Das heißt, ich kann das nicht speichern, wenn ich das wie ein Dokument behandle. Und die Software, die wir da entwickelt haben, heißt Collog und die ist in der Lage, das eben zu tun. Ich kann das jetzt nämlich als Replay wieder aufrufen. Man sieht auch zum Beispiel die URL hier oben, die ändert sich gar nicht. Und Webarchivierung geht ja auch wieder von dieser Buchmetapher aus. Wann und wo wurde das denn veröffentlicht? So funktioniert zum Beispiel das Internet Archive. Das ist aber eigentlich nicht mehr die Realität des Webs. Realität ist, dass jeder User was anderes vorgesetzt kriegt und dass alles eigentlich Software ist, dass man übertragen bekommt und keine Dokumente. Jetzt kann ich mir das hier im Replay anschauen und was ich im Replay tun kann, das ist jetzt kein Film oder so, der abläuft, sondern ich kann genau die gleichen Aktionen
die gleichen Potenziale durchführen, die ich vorher aufgezeichnet habe. Ich kann zum Beispiel hier gehen zu, wann wurde Rhizom gegründet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, 2008, da kommt nichts, weil das habe ich mir vorher auch nicht angeschaut. Ich kann aber jetzt bei 2014 kann ich gucken, was alles mögliche passiert ist, weil das habe ich mir angeschaut. 2013 habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ah doch, hier, da. Also die Sachen sind, jetzt ist es auch wieder eine performative Archivierung. Also wir versuchen von dieser Objekthaftigkeit komplett wegzukommen, weil die eben sich als nicht tragfähig erwiesen hat. Wir sehen alles als Aufführung an. Jetzt ist aber auch noch das Gleiche, wie es jetzt noch weitergeht, ist, dass wir auch wissen, dass wir als Institution uns nicht um all diese Kulturgüter kümmern können. So, unser Ziel ist es, dieses Tool so zu entwickeln, dass Communities das selbst einsetzen können. Das heißt, wir entwickeln das auf die Dauer nicht für uns, sondern für die Erhaltung der digitalen Kultur an sich. Das heißt, während ich das jetzt hier noch ziemlich hier so kommandozeilenmäßig bedienen muss, ich kriege dann jetzt hier das WORG-File von meinem Recording, das ich dann nachher wieder im Web eben abspielen kann. Also so haben wir auch dieses Amalia Ullmann-Kunstwerk konserviert. Das ist jetzt alles hier drin, die Potenziale, alles, wo ich geklickt habe, wo ich dann wieder klicken könnte. Aber die Idee ist schon, dass Communities, die vielleicht ihre eigene Kultur sichern möchten, aber nicht von der Institution gesagt bekommen wollen, ihr müsst es so und so machen und ihr müsst folgende Metadatenfelder ausfüllen und ihr müsst sagen, ob das mit Opera 3.4 funktioniert, wie ich es eben vorher gezeigt habe, sondern die vielleicht auch ganz andere Herangehensweisen haben, von denen wir aber lernen können. Die sollen dieses Tool benutzen können. Und deswegen sind wir auch mit diesen Gruppen in Kontakt. Wir haben tatsächlich ein Stakeholder-Mapping durchgeführt, wo wir dann sagen, wer interessiert sich denn für sowas? Wir haben mit Internet-Folkloristen gesprochen, mit Künstlern, auch mit Archivaren natürlich, mit Aktivisten, mit Journalisten. Das Projekt wird auch tatsächlich von der Knight Foundation unterstützt, die journalistische Projekte eben unterstützen. Was aber auch sehr gut ist, weil wir dann eben, das ist jetzt wieder taktisch, einen angesehenen Partner haben, der sagt, das ist jetzt aber wichtig für den Journalismus, wir wissen das, weil wir sind Journalisten. Und dann kann zum Beispiel Facebook nicht gleich so herkommen, ohne als totaler Spielverderber aufzutreten und sagen, hey, das ist aber unser Interface und da hätte der erstmal fragen müssen und so. Wir sagen also, uns geht es auch gar nicht darum, dass wir Facebook komplett abkopieren wollen oder die irgendwie, uns geht es einfach darum darzustellen, was passiert tatsächlich. Und zwar aus einer, das habe ich hier aufgeschrieben, Tiny Data Perspektive. Weil Big Data, das ist eigentlich, das erzählt überhaupt nichts. Big Data, da kann man halt so sagen, hier auf Facebook wurden im letzten Jahr so und so oft das Wort, was weiß ich was, schlechtes Wetter benutzt. Und dann kann man da so Tortendiagramme machen und irgendwelche Wortmatrizen oder was weiß ich was. Aber das erzählt überhaupt nichts, sondern was erzählt, ist ja das, wie die User damit umgegangen sind und wie die dort agiert haben, welche Möglichkeiten die überhaupt hatten, um da zu agieren. Das ist Geschichtsschreibung. Ja? Und alles andere ist irgendwie so Excel-Spielereien, also zumindest in meiner Ansicht. Und ich habe natürlich recht, weil ich wurde hier eingeladen. Nicht ohne Grund. Wie wir auch angefangen haben, dieses Projekt aufzuziehen, wir sind nicht hergegangen und haben gesagt, so, jetzt suchen wir uns erstmal die Partner raus und dann zeichnen wir da irgendwelche Organigramme oder sowas, sondern wir haben im Editorial, also im Programm von Rhizom, Kritik und Journalismus tatsächlich auch eine gewisse Rolle ein, eine nicht zu vernachlässigende gegenüber, also fast in Balance mit der, also schon in Balance mit der Erhaltung. Wir haben erstmal darüber gesprochen, was passiert denn eigentlich gerade auf Facebook? Wird tatsächlich interessanter Diskurs produziert, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Wir hätten natürlich auch gedacht, ja, die Leute, die sollen doch nicht bei Facebook diskutieren, die sollen doch nicht auf Facebook eine Revolution planen oder die sollen doch nicht Facebook benutzen, aber sie tun es eben, da kann man nichts machen. Also muss man sich dran anpassen. Wir haben jetzt hier erstmal so diese Idee in einem Artikel dargestellt auf Rhizom, haben sehr gute Resonanz bekommen, viele Zuschriften, begeisterte Zuschriften aus aller Welt, sagt man ja in Deutschland, glaube ich. In Amerika heißt es Comments. Hier eine Skizze, wie das funktionieren könnte mit dieser quasi Man-in-the-Middle-Attack, die es uns dann ermöglicht, auch den verschlüsselten Facebook-Traffic einfach aufzuzeichnen. Und dann haben wir gesehen, gut, da ist Potenzial da, es lohnt sich, in die Richtung weiterzuentwickeln, es lohnt sich, jetzt Partner zu finden.
Ja, und genau, wir entwickeln dieses Werkzeug dann auch in Abstimmung mit den Interessengruppen. Wir fangen mit der Kunst an, weil die Kunst darf sich sehr viel erlauben, die Kunst darf Sachen ausprobieren. Wir sind selber eine Kunstinstitution, wir sind Partner mit einem Museum. Wir entwickeln dieses Werkzeug in Abstimmung mit den ganzen Interessengruppen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und es ist letztendlich freie Software, damit es nachher, wie der Emulator den John gezeigt hat, von irgendwelchen Leuten für ihre Zwecke weiterentwickelt werden kann. Und jetzt, um wieder an den Anfang zurückzukommen, ein Archiv digitaler Kultur bedeutet, Artefakte in beständiger Nutzung und Zirkulation zu halten. Das heißt, ein Artefakt, ein digitales Artefakt, das man nicht anwenden kann, das kann man eigentlich auch wegschmeißen. Also das heißt, wenn es nicht performt, wenn es nicht läuft, wenn es nicht aufführbar ist, wenn der Prozessor nicht tickt, wenn ich mir einen Screenshot von Facebook angucke, dann sehe ich nichts. Oder, naja, ich meine, Screenshot ist besser als nichts. Also lieber Screenshots machen als gar nichts machen. Aber wir haben eben den Anspruch, das so weit zu treiben, dass die Dinge, die wir für wichtig halten, was eben die Benutzbarkeit, die Aufführung, die tatsächliche Aktivität von Personen mit diesem Medium, dass das im Vordergrund steht und das ist das, woran wir arbeiten. Mit Emulation, mit Web Capturing und auch mit der Verbindung von beiden. Dass man zum Beispiel ein Web Capture, das wir angefertigt haben, mit einem klassischen Browser eben im Windows 98 oder so kombiniert anschauen kann. Okay. Das habe ich. Ha! 4 Minuten überzogen. Also, das ist relativ gut für mich. Also, vielen Dank.